einfach Spaß. RTL 2. RTL 2 macht Spaß. RTL 2 macht einfach Spaß. Macht einfach Spaß. RTL 2 macht Spaß. RTL 2 macht einfach Spaß. This Sunday, Stars and Stripes Challenge. Oh, what a beautiful day to pick. 4th of July, American Independence Day. Oh, all Professor Henlick accept invitation to try to pick up my 505-pound Yokozuna. By the way, plus, press 550 pounds, I make mistake. Slam him on a USS Intrepid. You try, no can, because my Yokozuna is celebrating victorious victory in King of the Ring. When he defeat, five-time WWF Heavyweight Champion Hulk Hogan. You nobody see Hulk Hogan forever. He's finished, you understand? So what a great deal. We defeat all professional athletes who try to slam my Yokozuna. Nobody will succeed. Then after that, we go back to Japan and celebrate with Emperor and his beautiful bride. In beautiful Japan, we'll celebrate victorious victory over all professional American athletes. And also, we remember the former Hulk Hogan. Hey, boy, song. So does ne. America, you and everybody will go down. They will go down. You mark my word. 4th of July, Independence Day, Yokozuna, Mr. Fuji, and all Japanese will celebrate Independence Day. Bonsai! Sayonara. Zuschauer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur neuen Challenge der World Wrestling Federation. Wir haben Ihnen ja schon am Montag einen sensationellen neuen Opener zu den Superstars geboten. Das Gleiche hat die World Wrestling Federation jetzt fabriziert zur Challenge. Und auch hier finde ich den neuen Opener fantastisch. Genauso wie den ersten Kampf, den wir heute sehen werden mit dem unbesiegten Tatanka. Sein Gegner ist Bill Baker. Hier haben wir ihn. Und wie wir schon am Montag gesagt haben, wer weiß, vielleicht gelingt es ja einigen der Newcomer, einige der routinierten Wrestler zu besiegen. Sieht zumindest danach aus, dass das, was neu in die World Wrestling Federation kommt, nicht mehr automatisch zu den Verlierern zählt und sich erst hocharbeiten muss. Es sind wirklich ganz erstaunlich gute Könner dabei. Dann geht's gleich zur Sache. Ja, Tatanka legt noch seinen Schmuck ab, dann kommt Bill Baker schon heran. Ja, der weiß ganz genau, dass nur Angriff die beste Verteidigung sein kann in diesem Kampf. My country proudly, and I will give you new meaning to July the 4th, when I pick up your 550 pounds and slam you to the floor of the USA Trippin' and make my people proud this Sunday. Ja, wir haben ja schon von Tatanka gehört, schon in der letzten Woche, dass auch er auf der USS Intrepid dabei sein wird bei dem Slam-Wettbewerb gegen Yokozuna. Tja, wir werden natürlich exklusive Bilder von dieser Veranstaltung in der nächsten Woche dabei haben. Also dies sei schon mal als Programmhinweis angekündigt. Seien Sie da auch dabei, ebenso wie das Match zwischen Crush und Doink. Also nächste Woche ist absolut wieder einmal, wie jede Woche eigentlich hier, exklusiv bei RTL 2 Wrestling-Woche mit den absoluten Höhepunkten der World Wrestling Federation. Jetzt sind wir bei diesem Höhepunkt. Tatanka hat sich sehr, sehr gut in den Kampf hineingefunden, hat keine Probleme. Bill Baker sieht also nicht danach aus, als sollte ihm Bill Baker ein Überraschungssieg gelingen. Ein hoher Elbow-Drop von Tatanka. Lässt sich jetzt hier ein bisschen Zeit, überlegt wohl erst, was er als nächstes ansetzen wird. Ja, wir haben ja eben jetzt diverse Dinge über Tatanka gesagt, wo er überall dabei sein wird. Natürlich ist er auch auf der
kombinierten Deutschland-Österreich-Tour der World Wrestling Federation zwischen dem 29. Juli und dem 2. August dabei. Wie auch viele andere Superstars, wir haben ja schon am Montag angefangen, die komplette Liste mal zu erwähnen. Das werden wir natürlich in den kommenden Wochen fortsetzen. Und wo wir bei neu sind, wenn Sie mal auf die Fahnen in der Halle achten, auf die Flaggen, dann sehen Sie, dass auch die neu gestylt worden sind. Also das gefällt mir alles sehr, sehr gut, was sich die World Wrestling Federation da hat einfallen lassen. Ja, vor allem auch die Musik war ja auch neu beim Opener. Wirklich sehr, sehr schwungvoll, sehr schön. Also mir gefällt ja so Computergrafik ganz besonders gut, dann die Mischung mit Realbildern. Also es ist wirklich sehr, sehr gelungen. Stimmt doch, ich finde das sehr, sehr gut. Gerade im Sport macht sich das gut bezahlt. Und Tatanka hat sich von den Angriffen von Bill Baker erholt. Startet nun sein Comeback. Hier hat er ganz genau Maß genommen und hat dann mit der Handkante Bill Baker zu Boden gefegt. Ja, jetzt sehe ich schwarz für den guten Baker, jawohl. Tatanka hat ihn auf die Schulter genommen, da kommt der Fallaway Slam. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Jawohl, genau so ist es. Und von diesem Mann Tatanka, der so beliebt ist, kommen wir zu einem Mann, der sehr viel unbeliebter ist. Obwohl er doch eigentlich von seiner Funktion her lustig sein sollte. Ist natürlich gemeint, welcher auch immer. Momentan befindet sich ja nur einer im Ring. Wir wissen natürlich, dass es zwei gibt. Aber die werden wohl nur eingesetzt, wenn es gegen Crush geht. Das ist aber auch sehr gut, wenn es zwei Doinks gibt, denn da weiß man nie, welcher in den Ring steigt. Und so können die beiden natürlich äußerst kraftsparend kämpfen und sind immer bestens ausgeruht. Keine Frage. Das muss ja auch Chris Hahn zu spüren bekommen. Kräftige Griffe hier von Doink, dann noch dritte hinterher. Dann lacht er sich erstmal wieder ein. Ja, er kann ja über seine Scherze immer lachen. Also zumindest einem gefällt's. Mir gefällt dieser Belly-to-Belly-Suplex auf alle Fälle. Also Technik hat er schon auch drauf. Und, glaube ich, Carsten, dir gefällt ein bisschen die schauspielerische Leistung. Ja, das auf jeden Fall. Ich finde, dass Doink so mies, wie man ihn schon bezeichnen muss, sich doch ganz hervorragend verkauft. Das Gleiche gilt ja auch für Shawn Michaels, der ja seine Arroganz ganz perfekt verkauft. Und das beeindruckt einen schon, wenn es allerdings mich auch nicht sonderlich begeistert, denn ich bin ja trotz allem ein Fan des absolut fairen, technisch sauberen Wrestling. Ja, vielleicht sehen wir da heute auch noch einiges. Bin mal gespannt. Doink allerdings hat seinen Gegner Chris Hahn eindeutig unter Kontrolle. Er kann sich momentan nicht wehren, versucht es jetzt zwar ständig mit Schlägen, aber die wehrt Doink gut ab, muss jetzt in die Ecke, da kommt das Knie nach oben, das scheint ein bisschen Wirkung zu sein bei Doink. Jetzt der Whip-In und da kommt aber das hohe Bein, das war fast zu erwarten, Doink einfach zu ausgeschlafen,
beobachtet Chris Hahn ganz genau und wartet auf den richtigen Moment, um zurückzuschlagen. Ja, vor allen Dingen, Chris Hahns Weg war einfach zu lang und da ein wunderbarer Sprung gegen Chris Hahn, der genau saß. Also Doink zeigt, dass er wirklich überall zu Hause ist, sei es nun als Ringer, sei es auf dem Seil. Hier der Stump-Puller. Wahrscheinlich wird Chris Hahn aufgeben. Warum greift er nicht einfach ins Seil? Ja, genau. Ich glaube, dafür ist er einfach zu unerfahren. Dachte ich mir auch gerade, da wackelt das Seil schon. Aber Chris Hahn weiß es eben noch nicht. Die Frage ist natürlich, wie wird sich Doink nächste Woche gegen Crush aus der Affäre ziehen? Oder vor allem, wie viele Doinks treten denn überhaupt an? Ja, es ist auf jeden Fall ein sicher ganz hervorragendes Match, das wir da sehen werden. Ein Match voller Brisanz. Wir kommen nun zu einem Tag Team Match. The following Tag Team Contest is scheduled for one fall. Currently in the ring, weighing a combined weight of 456 pounds, here are Scott D'Amore and his partner, Otis Apollo. Mike McGurk die Arbeit abgenommen. Sie haben die Vorstellung mitbekommen. Nochmal zur Wiederholung. Scott D'Amore und Otis Apollo gegen die amtierenden Tag Team Champions der World Wrestling Federation, die Steiner Brothers. Ich muss allerdings sagen, dass mir die Namen von Amore und Apollo wesentlich besser gefallen. Wir haben es überhaupt mit der Liebe. Erst Bam Bam und Luna, jetzt Scott. Ein anderer Scott natürlich mit dem Namen Amore, auch nicht so schlecht direkt, aber Scott Steiner reißt das Kommando im Ring sofort an sich, will sofort unter Beweis stellen, dass hier den Außenseitern kein Sieg gelingen wird. Because I'm gonna slam Yokozuna through the deck of the USS Intrepid down to Davy Jones's lot. It's Independence Day, it's America's birthday, we're all Americans, we will slam you this Sunday. Ja, nochmal der Hinweis, dass Steiners auf Sie werden bei der Stars and Stripes Challenge versuchen, Yokozuna zu slammen. Wird Ihnen vielleicht nicht so leicht fallen, wie es hier Scott gegen seinen Namensvetter Scott Amore gelingt. Der schleift ihn jetzt in die Ecke, damit er mit Apollo wechseln kann. Ja, Otis Apollo, es gibt ja noch einen Phil Apollo in der World Wrestling Federation. Aber Scott bleibt erstmal drin, dann wechselt er mit dem Hundegesicht, wie er sich ja selber nennt. Rick hat er übrigens auch auf seinen Oberarm tätowiert, wenn Sie mal genau hinschauen. Tja, und Rick ist ja mehr so der Mann, der die Kraftaktionen bei den Steiner Brothers bringt. Bin mal gespannt, ob das heute genauso sein ist. Also dieser genauso sein wird natürlich, dieser Schlag scheint darauf hinzudeuten. Ja, auch dieser Clothesline, sehr, sehr kräftig. Allerdings Technik beherrscht er auch. Was kommt jetzt für eine Aktion? Da schleudert er den bedauernswerten Apollo in die Ecke. Otis Apollo, sei nochmal erwähnt, nicht verwandt oder verschwägert mit Phil Apollo. Jetzt wieder der Wechsel. Scott kommt zurück. Auch er darf jetzt an Otis Apollo versuchen. Ja, das sieht ganz nach einem Back Suplex aus. Jawohl, der Ansatz stimmt schon mal. Lange hält Scott Steiner seinen Gegner oben. Dann allerdings kommt ein Piledriver. Da hat er doch alle überrascht. Wahrscheinlich auch seinen Gegner und sagt, ja, das kann ich auch. Ich bin immer für eine überraschende Aktion gut. Also ich nehme mal an, dass bald dieser Kampf gelaufen sein wird. Jawohl, da nimmt Scott Steiner den Gegner schon auf die Schulter. Ja, da kommt der Flying Bulldog, da ist er schon. Einer der Finishing Moves des Steiners. Gegner wird eingerollt, ausgezählt und sie behalten ihren Titel. Ja, bei dem Bild muss ich fast nochmal zurückkommen auf die Sendung von Montag. Da kann man halten, was man will von Jerry King Lawler, aber die Idee
die Steiners als Mickey und Minnie zu drapieren, ist ihm gut gelungen. Ja, das mit Sicherheit. Ich meine, er ist um gute Ideen. Wenn auch manchmal ein bisschen geschmacklos, nie verlegen. Aber wir kommen jetzt zu zwei weiteren absoluten Top-Superstars. Ihre Musiken werden Ihnen alles sagen und deswegen melden wir uns wieder, wenn die beiden soweit sind. Ja, Sie werden sich sicher wundern, dass Virgil und Tito Santana heute gegeneinander antreten. Aber Sie sehen es schon an dieser eröffnenden Umarmung. Es geht hier um eine rein sportliche Auseinandersetzung. Es ist ja nicht so, dass immer nur Leute gegeneinander antreten, die sich nicht mögen. Sondern es ist halt auch oft einfach nur der sportliche Wettkampf, der im Vordergrund steht. Und den dürfen wir bei Tito Santana und Virgil erwarten. Wir haben die beiden ja sogar schon als Tag-Team gesehen. Also ich glaube, hier dürften keine Animositäten zutage treten, Günther. Ich glaube, hier sehen wir eine reine sportliche Auseinandersetzung. Hoffentlich mit sehr viel Technik, für die beide ja bekannt sind. Ja, ganz genau das werden wir hier erwarten. Wie gesagt, sie sind ja als Tag-Team auch schon aufgetreten, verstehen sich sehr, sehr gut, mögen sich. Und ich denke mal, sie haben irgendwann im Training gesagt, lass uns doch mal zusammen kämpfen, lass uns die Aktionen mal im Ring ausprobieren, sehen, wer da der Bessere von uns beiden ist. Denn im Training, da wird doch nicht mit ganz voller Kraft alles durchgezogen. Und genau so wird wohl dieser Kampf heute ablaufen. Jeder versucht, sein Bestes zu geben im sportlich absolut fairsten Rahmen. Und der andere, der Unterlegene, wird dann sicher auch fair zugestehen, dass er an diesem Tag eben gerade mal der etwas Schlechtere war. Ja, das hoffe ich zumindest. Hier allerdings eine Aktion von Virgil, die er nie so gerne gesehen wird. Er zieht den Gegner raus, aber sofort sagt er, oh, tut mir leid, war so nicht gedacht. Und sofort nimmt er Kontakt mit Tito Santana auf, sagt, komm rein. Ich hoffe, das war keine Finte, wie wir das ja schon manchmal gesehen haben, aber so verbissen dürfte es hier heute eigentlich nicht zugehen. Ja, entschuldigt sich nochmal, Virgil sagt, er hat eine andere Aktion geplant gehabt, das ist halt mal passiert. Gut, es klappt natürlich nicht immer alles so. Shake Hands sehr, sehr fair von den beiden. Alles wieder okay und jetzt kann es weitergehen mit diesem, so erwarten wir es zumindest, wenn wir die beiden sehen, technisch hochstehenden, schönen, sauberen Kampf. Ja, vor allen Dingen auch sehr freundlich, in freundlicher Atmosphäre. Ein Schoolboy hier von Virgil gegen Tito Santana, Side Headlock von ihm und der Überwurf. Man sieht ganz deutlich, die beiden geben alles, keine Frage. Aber es fehlen halt eben irgendwie so es fehlt die Antipathie zwischen den beiden. Und das ist auch gut so. Wrestling ist ja immerhin Sport, gepaart natürlich mit Unterhaltung. Aber das wissen Sie zu Hause an den Fernsehschirmen natürlich selbst. Und wenn wir diese Aktionen sehen, möchte ich doch diesen mal freundschaftlich geführten Kampf noch einmal für den Hinweis nutzen, zu sagen, bitte machen Sie diese Aktionen nicht nach. Die Wrestler stehen, um das alles so beherrschen zu können, wirklich ständig im Proberaum, ständig in der, wie wir es ja schon gesagt haben, Folterkammer, wo also die Kondition gebolzt wird. Machen Sie es nicht nach, beschränken Sie sich aufs Zuschauen. Sie sind halt dafür nicht ausgebildet, das muss man so sagen, wir ja auch nicht. Und deswegen beschränken wir uns, glaube ich, aufs Zuschauen. Ja, tolle Aktionen hier, die wirklich nur solche Superstars zu Wege bringen, wie Virgil und Tito Santana sie darstellen. Können sich jetzt wirklich auch in diesem Kampf voll und ganz auf das Ausüben der Techniken konzentrieren, müssen mit keinerlei unfairen Manövern des Gegners rechnen. Es ist wirklich sehr, sehr schön, mal so einen Kampf zu sehen. Da geht es also wirklich nicht darum,
dass irgendeiner eine persönliche Fehde auszutragen hat mit einem, sondern wirklich nur das Zeigen der Technik. Wer beherrscht sie besser? Wie kann ich sie anwenden? Ja, kurz, nur eine der vielen Facetten der Kämpfe in der World Wrestling Federation, die ja immer sehr, sehr bunt sind. Hier am Sunset Flip von Virgil. Tito Santana lässt sich auf ihn fallen. Doch da überrascht ihn Virgil mit einem Cover. Aber Tito kommt raus. Sofort wieder ein Überwurf von Virgil. Aber die Beinschere, beziehungsweise die Kopfschere, um genauer zu sein, von Tito. Weiter geht es mit einem erneuten Überwurf von Virgil. Jetzt wird die ganze Sache doch sehr, sehr schnell. Ja, die beiden kennen sich in- und auswendig, trainieren auch sehr, sehr häufig zusammen. Deshalb diese unheimlich vielen Reversal und abgeblockten Manöver. Virgil hat sich wohl ganz offensichtlich darauf versteift, jetzt hier mit Side-Headlocks und Haltegriffen Tito ein bisschen die Kraft zu rauben. Ja, er weiß natürlich ganz genau, mit was für einem Supertechniker er es zu tun hat. Er, Virgil, ist ja selbst ein hervorragender Techniker, aber Tito hat einfach den Erfahrungsvorsprung. Hier konnte der Virgil mit einem Sun-Suplex aus, kommt so wieder ein bisschen zu Luft. Beide sind natürlich jetzt gezeichnet von diesem Kampf. Wir haben natürlich jetzt die ganze Zeit von der Freundschaftlichkeit gesprochen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es für beide um den Sieg und natürlich auch die damit verbundene Siegesprämie geht. Nun ein Side-Headlock von El Matador Tito Santana. Er kontert jetzt quasi mit der gleichen Aktion, die Virgil zuvor gezeigt hat. Wir wollen jetzt sehen, wer es besser drauf hat. Da kontert Virgil mit den bekannten Aktionen Ellbogenstößen. Und er kommt damit auch raus. Allerdings der Bodyslam geht daneben. Ebenso wie dieser Versuch des Sunset Flip vom Tito Santana. Also die beiden kontern sich jetzt sehr, sehr geschickt aus. Das Small Package von Virgil, aber auch dieses Cover gelingt nicht. Ja, er weiß auf alles offenbar eine Antwort. Ein Bodyslam gegen Tito Santana, doch der weicht aus bei dem Leg Drop. Ich dachte erst, es würde ein Elbow Drop, ein Elbow Smash werden. Aber es wurde dann doch ein Leg Drop. Hier jetzt Konter Tito seinerseits mit dem Inside Cradle. Was das? Jawohl, das ist der Sieg für Tito Santana. Es war nicht ganz klar zu sehen, ob der Ringrichter bis drei gezählt hatte. Beide sind erschöpft. Wir haben einen schönen Kampf gesehen. Zweier gleichwertiger Wrestler. Tito Santana war heute der Stärkere. Ich bin mal gespannt, ob wir noch eine versöhnliche Geste sehen. Einen Händedruck, vielleicht eine Umarmung. Auf jeden Fall kommen wir danach zu einem weiteren Teilnehmer an der Stars and Stripes Challenge. Jawohl, auch hier die freundschaftliche Geste. Sowas möchten wir natürlich häufiger sehen. Ganz nach oben, die WWF Superstars präsentieren ihr erstes Album mit dem Hit Slam Jam und dem neuen Heartbreaker. Music Action, Music Power, WrestleMania, das Album der World Wrestling Federation Superstars, unschlagbar. Jetzt sind sie wieder erhältlich, die begehrten Souvenirs und Fanartikel der WWF Superstars. T-Shirts, Poster, Gürtel, Toys, Kappen und vor allem die sensationellen Supervideos der WWF. Wir haben die größte Auswahl von allen. Fordern Sie den farbigen Prospekt mit Bestellkarte bei uns an und vergessen Sie nicht, einen frankierten Rückumschlag beizulegen. Unsere Adresse lautet WWF Fanartikel COCCM TV Vertriebs GmbH Postfach 8441 Oberschneiding. Been All-American in high school, All-American in college and All-Pro in professional football. And I think I've competed against some of the best that America has to offer. Now I look forward to slamming 550-pound Yokozuna flat on his back on the Intrepid on July 4th, and it'll be a feather in my cap. Ja, Günther, du bist wieder gefragt. Bill Frelick, erzähl mal ein bisschen was über den Burschen. Dem könnte ich schon zutrauen, dass er Yokozuna slammt. Er hat selbst gesagt, und da hat er sicher recht, einer der besten Footballspieler, die es je gab, am College, an der Highschool schon zuvor und dann bei den Profis. Das ist ja die Laufbahn, die die Sportler allgemein in Amerika durchlaufen. Man fängt an der Highschool an, dann am College, und wenn man gut genug ist, wenn man es schafft, zu den Besten zu gehören, dann kann man in seiner jeweiligen Sportart auch noch bei den Profis weitermachen. Gilt auch im Übrigen fürs Wrestling. Auch da muss man schon am College sich die Sporen verdienen, um dann später mal so gut zu sein, so weit zu kommen, um hier bei den Superstars antreten zu können. Ja, für diejenigen, die sich im Football nicht so auskennen, kannst du noch ein bisschen was über Bill Frelick erzählen, was er für eine Position gespielt hat, wo er gespielt hat, was er für einen Ruf hat?
Ja, gespielt hat er, das war ja auch eingeblendet. Oder spielt bei den Detroit Lions. Der Mannschaft in Michigan spielt Offense Line, ist also einer der Jungs, der den Quarterback absichert. Bei Detroit ja ganz besonders wichtig, ihr Run-and-Shoot-Offense. Dem Quarterback also Zeit geben soll, seine Pässe an den Mann zu bringen. Den Ruf hat er, sehr, sehr intelligent zu sein und vor allem sehr, sehr fair. Also er wird wohl antreten, versuchen Yokozuna zu slammen. Wenn es nicht klappt, dann fährt er wieder zurück ins Trainingscamp nach Detroit. Na gut, es wäre mit Sicherheit keine Schande, wenn es ihm nicht gelingen würde. Denn wer Yokozuna gesehen hat, weiß, wie schwer es ist, diesen Mann zu slammen. Vielleicht versucht sich auch Mr. Hughes an ihm, den wir hier gerade in seinem Kampf gegen Mike Collins sehen. Wir erinnern uns natürlich noch an die Szenen von Mr. Hughes und Giant Gonzalez, wie sie dem Undertaker die Bohne abgenommen haben und ihn und Paul Bearer doch zu Boden gerammt haben, so muss man sagen. Immer gespannt, wann der Undertaker sich die Jungs vornimmt, aber er hat natürlich Zeit. Und hier eben sahen wir eine Kraftdemonstration. Drei Side Backbreaker, ohne den Gegner abzusetzen gegen Collins, das will schon was heißen. Also Mr. Hughes ja auch, wir haben es öfter erwähnt, aus dem Footballsport geboren. Allerdings er war nicht bei den Profis, war nur am College einer der Besten. Kansas City State University, da hat er sich seine Sporen verdient als Footballer in der Defense Line, genau der Gegenspieler zu einem Mann wie Bill Frelick. Ja, und hier haben wir den Chokeslam von Mr. Hughes gesehen und schon war der Kampf vorbei. Harvey Whippleman freut sich darüber. Ich bin mal gespannt, wie lange er sich an der Urne freuen kann. Von diesem mächtigen Mr. Hughes kommen wir zu Marty Jannetty. Ihn haben wir ja schon am Montag gesehen, also er scheint in letzter Zeit wieder sehr viel mehr ins aktive Wrestling-Geschehen einzugreifen. Hat sich offenbar von seiner Intercontinental Champion-Niederlage gegen seinen früheren Tag-Team-Partner Shawn Michaels wieder erholt. Ist wieder fit wie eh und je. Also ich muss sagen, ich habe ihn selten in so guter Verfassung gesehen wie hier. Sein Gegner heute, Rock Werner. Ich bin mal gespannt, ob er wirklich so hart wie ein Felsen ist oder ob ihn Marty Jannetty besiegen kann. Ich weiß nicht, ist das auch eine Comicfigur? So ein Brösel, dieser Rock Werner. Wir werden sehen. Momentan zieht er sich hier noch ganz gut aus der Affäre. Gegen Marty Jannetty hat ihn jetzt mal im Griff. Da sollte aber schnellstmöglich was ansetzen, denn sonst schlägt Marty Jannetty zurück, genauso passiert. Armdrag jetzt hier und erstmal der Armhaltegriff gegen Rock Werner. Ja, Marty Jannetty ist ja ein Mann, der auch über ein unglaubliches Durchhaltevermögen verfügt. Er ist bekannt dafür, dass er nie aufgibt. Das hat er in unzähligen Kämpfen, die sie mit Sicherheit auch schon verfolgt haben, bewiesen. Dann hat er eine Pause eingelegt. Jetzt ist er allerdings wieder da in alter Frische. Rock Werner allerdings ist ein harter Gegner. Das muss man schon sagen. Doch Marty weiß ganz genau, wie man sich befreit, wie man den Gegner überrascht. Rock Werner ist einfach eine Nummer zu langsam für einen schnellen Marty Jannetty. Ins Seil geht Rock Werner, aber Marty lässt nicht los. Jetzt erst ganz langsam und überrascht wird er da von Werner. Ein paar Schläge folgen. Da schaut Marty fast unglaublich, was war denn das jetzt? Whippen, aber da taucht er unten weg, da ist er wieder fit. Ja, Rock Werner wirklich nicht orientiert, weiß gar nicht, was Sache ist. Ja, Marty Jannetty. Atomic Drop, jawohl. Marty Jannetty immer wieder mit hervorragenden technischen Manövern und seiner Schnelligkeit, da eben der Reverse Kick, der schon zu früheren Zeiten eins seiner Merkmale war. Und er und Shawn Michaels beherrschen den ja wie kaum jemand anderer.
Marty jubelt schon, aber er konzentriert sich immer noch. Er weiß, nach der Sensation, die der 1-2-3-Kid gegen Razor gezeigt hat, dass man den Gegner erst dann besiegt hat, wenn bis drei gezählt wurde. Weapon nun. Power Slam von Marty Jannetty, da steht er so schnell wieder auf. Sieht er fast wie ein Body Slam aus. War aber ein Power Slam. War natürlich schwer zu erkennen, aber so ist es nun mal bei Marty Jannetty. Der vermischt einige Techniken, vor allem durch seine Schnelligkeit. Bietet immer einiges. Da heißt jetzt erstmal Goodbye und auf Wiedersehen für Rock Werner. Er muss natürlich auch schnell sein, Marty, denn er ist ja von der Statur her eher ein bisschen klein geraten. Und deswegen muss er einfach andere Attribute haben. Er ist natürlich gut durchtrainiert, das sieht man deutlich. Also auch er ein Mann, der viel mit Gewichten arbeitet, viel an der Hantel arbeitet. Rock Werner ist allerdings noch lange nicht fertig. Ein Reversal nun von Marty Jannetty. Und da kommt einer seiner typischen Takedowns. Ein Facelam nach Marty-Manier. Hervorragend gemacht. Ja, wenn ich sage, er ist eher von kleiner Statur, dann sehe ich das natürlich im Vergleich zu anderen Wrestlern. Er ist ungefähr so 1,80, 1,2, 83 groß. Das ist ja nun alles andere als groß im Wrestling. Aber für Luftaktionen, wie wir sie hier jetzt sehen, ist er natürlich absolut prädestiniert. Da kommt seine Faust, die den Gegner genau trifft. 1, 2, 3. Das war's für Rock Werner. Und wir kommen nun zu einem weiteren Interview. Das Interview, das wir Ihnen nun zeigen wollen, wurde in Monday Night Raw geführt. Wir haben Ausschnitte davon schon am Montag gezeigt. Jetzt allerdings zeigen wir einige längere Passagen. We threw in a little clause, and that clause states that we get a return match with the Steiners for the titles. And it's real simple. We get the shot. We beat them and once again Money Incorporated are the tag team. Ja, IRS erklärt hier, dass Money Incorporated gegen die Steiner Brothers ja eine Rückkampfklausel haben. Das heißt also, die Steiner Brothers müssen ihnen einen Rückkampf gewähren. Das ist schon einmal bzw. zweimal passiert. Und immer wieder haben Money Incorporated am Ende doch den Kürzeren gezogen. Mal sehen, was Ted DiBiase dazu noch zu sagen hat. Beautiful example of something that happened right here on Monday Night Raw last week. A member of the World Wrestling Federation that not only couldn't hold on to his money, but couldn't keep his cool. And I'm talking about that guy, but Mr. Machismo, Irwin, what's his name? Razor Jabron, I mean Ramon. Ja, Sie können schon Interviews führen, muss man ganz ehrlich sagen. Haben einiges drauf. Machen Sie jetzt hier ein bisschen lächerlich über Razor Ramon. Spielen natürlich auch wieder, das kennen Sie ja schon, auf die Niederlage gegen den 1-2-3-Kid an. And steps into the ring with a virtual nobody and doesn't have enough sense. To keep his cool. Herr Ted DiBiase, er ist ja ein gewiefter Geschäftsmann. Er sagt, der Junge war einfach nicht cool genug, als er gegen diesen Nobody in den Ring stieg, um ganz einfach nicht nur sein Geld, sondern auch seinen Sieg und seinen guten Ruf zu behalten. Ja, und jetzt machen sich Money Incorporated lustig. Ich glaube, das werden Sie selbst gut genug verstehen. Deswegen lassen wir es einfach mal laufen. Then the price went up to $5,000. Then it went all the way up to $10,000. Now, $10,000 is a lot of money to Razor Ramon. Ja, das war klar. Ich habe mich schon gewundert über die Aussage. Da sagt Ted DiBiase, der Million-Dollar-Man, $10,000 wäre viel Geld. Und fügt dann natürlich hinzu nach einer schönen Kunstpause für Razor Ramon. Für ihn natürlich ist das nur Taschengeld. Maybe you'll go to that same school the Steiners are from. What is it, Irwin? I think it's at Simpleton University called Michigan University. That's right. And the next time we sagt, see you, die Universität von Michigan, das ist das für die Einfallspinsel. Da sollte Razor hingehen, da waren die Steiners ja schließlich auch. And then we'll have the three Steiner brothers, Mo, Larry and Curly. Ja, hier spielt er auf die Three Stooges an, also die drei Dummköpfe, die bekannte, ja, erst einmal so Serie und dann später auch Zeichentrickserie.
Aber Vince McMahon lässt nicht locker. Er versucht weiter Antworten aus Money Incorporated herauszupressen. Real easy. Well, you can hear this crowd. Oh, Günther, was sagst du dazu? Jetzt kommen die Razor-Rufe auf einmal. Money Incorporated scheinen hier irgendwie das Gegenteil von dem, was sie bewirken wollen, erreicht zu haben. Nämlich das Publikum stellt sich auf einmal auf die Seite von Razor und sagt, ja, so schlimm kann der Junge ja auch nicht sein, sodass er hier so lächerlich gemacht werden muss. Ja, zumindest nicht von diesen Herren, die ja wirklich keiner mag. Das sind dieselben Leute, die noch vor ein, zwei Wochen 1-2-3 skandiert haben, kaum dass Razor Ramon die Halle betreten hat. Jetzt feuern sie ihn an. Ich meine, er ist ja ein guter Wrestler. Sein Auftreten mag dem einen oder anderen vielleicht nicht gefallen, aber so muss er sich auch nicht behandeln lassen, wie es hier von Ted DiBiase und IRS geschieht. Money Incorporated, the former Tag Team Champion. Ja, Vince McMahon hat es ganz richtig gesagt, die früheren Tag Team Champions. Aber wir haben noch eine ganze Menge für Sie parat. Jetzt gleich das Match vom 1-2-3 Kid gegen Reno Riggins, das wir Montag schon gezeigt haben. Wir wollen es noch einmal zeigen heute, denn es soll ja einige geben, die die Sendung am Montag verpassen, dass mir das aber nicht so häufig vorkommt. Und hier sehen wir schon den Ring. Gleich werden die beiden Kontrahenten in die Halle kommen. Und da haben wir den 1-2-3 Kid. Und dieser Kampf fand in Monday Night Raw statt. Aber er kommt aus Minnesota, einem Ort, der ja für seine Super-Wrestler bekannt ist. Mr. Perfect und Bob Backlund sind nur zwei, die ebenfalls von dort kommen. Reno Riggins ist der Gegner. Wir haben es am Montag schon gesagt. Ein Mann, der nie ganz auszurechnen ist. Und hier 1-2-3 Kid. Der Kid hat also schon seine Fans. Er war in Japan und das dürfte sich eigentlich auch auf sein Wrestling ausgewirkt haben. Wollen wir mal schauen. Die 1-2-3 Rufe im Hintergrund. Hier jetzt natürlich als Anfeuerung gedacht für den Kid. Nicht als Verhöhnung, wie es eben passiert. Und da sieht man schon das von dir angesprochene japanische Wissen. Ja, das kommt aus den Kampfsportarten natürlich, ganz klar. Wie man es ja auch aus diesen ganzen Filmen her kennt, die mit Kampfsportarten zu tun haben. Dann ein hervorragender Dropkick in der Ringecke. Und dann noch einer dieser Reverse Kicks. Auch der ganz hoch eingesprungen, trifft genau. Also der Kid hat schon was drauf, Günther. Hat einiges gelernt, haben wir am Montag auch schon bemerkt. Dieser Kampf ist es wirklich wert, nochmal gesehen zu werden. Für alle, die ihn versäumt haben. Oder auch für diejenigen, die ihn schon gesehen haben. Da kann man sich nochmal konzentrieren auf die schönen Manöver vom 1-2-3 Kid, die wirklich manchmal kaum zu erkennen sind beim ersten Mal. So schnell geht das bei ihm. Jetzt allerdings fängt er sich hier einen Knee-Drop ein von Reno Riggins. Der Reno, wie gesagt, er ist ein recht erfahrener Mann. Ist nicht mehr der Allerjüngste und besitzt natürlich eine riesige Erfahrung. Der 1-2-3 Kid, noch ein junger Kerl, der noch eine ganze Menge lernen muss und auch sicher lernen wird. Aber nur Übung macht den Meister, keine Frage. Und deswegen muss er natürlich so oft wie es geht in den Ring steigen und sich der Wettkampfsituation stellen. Side Headlock angesetzt von Reno Riggins, der wohl gemerkt hat, dass er diesen Kampf über die Kraft gewinnen kann, sicher nicht über Technik oder Schnelligkeit. Muss jetzt dem 1-2-3 Kid erstmal ein bisschen die Schnelligkeit nehmen. Das macht er am besten, indem er ihm ein bisschen die Luft raubt. Aber sofort ist das Publikum da. Es hat dem 1-2-3 Kid diesen Nobody, der so wunderbar gesiegt hat gegen Razor Ramon, ins Herz geschlossen und der zeigt einen wunderschönen Ghetto Blaster. Ja, der 1-2-3 Kid ist ein Mann der Technik. Das sieht man ganz deutlich. Kraftaktionen sind nicht unbedingt seine Stärke. Jetzt geht er aufs Seil, aber das ist doch sehr langsam. Vielleicht könnte er, tut ihm das Knie noch weh von seinem Sturz aus der letzten Woche in seinem Rückkampf gegen Razor. Da geht Reno ans Seil, zieht daran, da kann sich natürlich der 1-2-3 Kid nicht aufs Seil stellen, sitzt jetzt hier in der Ecke. Und was setzt er jetzt an? Reno Riggins, einen Superplex, so sieht es zumindest aus. Ja genau, aber er kann ihn offenbar nicht so ganz durchziehen. Nein, der 1-2-3 Kid hat da doch gekontert. Und jetzt greift der 1-2-3 Kid in eine Angriffsaktion vom Seil an und zeigt einen Flying DDT.
hervorragend gemacht, das Cover. Und der 1-2-3-Kid hat gewonnen. Und von diesem hervorragenden Neuling kommen wir zum Debüt von Men on a Mission. Und das schauen Sie sich mal selber an, wie die Jungs, die Rapper, in die Halle kommen. The following tag team contest is scheduled for one fall. Currently in the ring, weighed a combined weight of 479 pounds. Here are Dwayne Gill and his partner, Barry Hardy. And their opponent. What's up? Led to the ring by their manager, Oscar. Everybody. Weighed a combined weight of 722 pounds. Here are M.O.M. Oh, yeah. Also wir haben ja schon sehr häufig über die Kombination von Wrestling und Unterhaltung gesprochen, aber noch nie wirkte die Halle wie eine Konzerthalle, wie hier bei Men on a Mission. Hier haben wir die beiden Wrestler, das sind einmal Mabel, hier der große Kerl, 2,5 Meter ist der groß, und sein Tag Team Partner Mo, und gemanagt werden die beiden von Rapper Oscar. Da kommen aus New York die drei, Monday Night Raw findet ja auch in New York statt. Da wird es natürlich noch ein bisschen verständlicher, dass die ganze Halle tobt und rast. Die Musik ist dort auch sehr beliebt. Das Rappen, und das machen sie wirklich gut, ausgezeichnet. Also so ein Auftritt haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ja, vor allem das Publikum macht unheimlich gerne mit. Oscar hat sie aufgefordert zum Mitmachen, sagt, kommt Leute, klatscht, singt mit, Men on a Mission. Und da ist das Publikum sofort angesprochen. Oscar freut sich über den Clothesline, den Mo zeigte gegen Dwayne Gill und Barry Hardy. Auch die beiden sind ja keine unbeschriebenen Blätter und vor allen Dingen wunderbar blondiert. Der Dwayne Gill, so kommt es mir vor, wird immer vorgeschickt, wenn es darum geht, neue Leute zu testen, gerade bei Tag Teams. Ja klar, wenn diese Tag Teams natürlich auch gegen jemanden kämpfen wollen, der was drauf hat, dann schickt man halt Dwayne Gill und seinen Partner Barry Hardy, der momentan gerade im Ring ist, gerne mal ins Geviert. Und da kommt der riesige Mabel, 2,5 Meter, mindestens 160 Kilo, steigt auch ganz locker übers oberste Seil, fast wie Giant Gonzalez. Ja, nur die Kleidung etwas anders. Die weiten Bluderhosen. Was war denn das? Ein Bodypress-Versuch gegen Mabel. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Ja, locker war die Abwehr, nur mit den Händen. Ja, der weitere Unterschied natürlich auch zwischen Mabel und Giant Gonzalez ist, dass Mabel von Anfang an sehr, sehr beliebt ist. Das Publikum freut sich über jede Aktion. Also Men on a Mission kommen bei den Zuschauern hervorragend an. Und Günther, bei uns auch. He? Man merkt uns an, also wenn sie uns sehen könnten hier, wir swingen auch die ganze Zeit mit. Ja, also sie haben wirklich Rhythmus im Blut. Wenn sie den auch in den Ring übertragen können, dann werden sie wirklich die absoluten Lieblinge. Dwayne Gill versucht jetzt hier, Mabel anzuspringen mit Flying Clotheslines. Aber das verpufft auch. Und was für ein Reverse Kick von Mabel. Ja, was ist denn los? Da kickst gleich deine Stimme. Ja, wuchtet er seine 160 Kilo sowas von behende durch die Luft. Ist ja unglaublich. Ich sehe der Wechsel, auch das beherrschen sie gut. Dwayne Gill wird her. Mabel steigt aufs Seil. Was kommt denn jetzt? Ja, ich könnte mir vorstellen, das wird der Finish-Move. Noch habe ich nicht gehört, dass sie einen Namen dafür hätten. Schauen wir mal, was das wird. Vielleicht nennen sie ihn Hi Mom. Anlehnung an die Hallo-Mama-Rufe, die die Footballspieler zum Beispiel immer wieder zeigen. Und dann kommt Mabel runtergekracht vom Seil. Das ist natürlich das Ende. Ein hervorragender Kampf.
der beiden in ihrem Debüt. Wir werden noch viel mehr von ihnen sehen, das mit Sicherheit. Und genießen Sie noch mal die Stimmung in der Halle. Der fünffache Champion Hulk Hogan versucht in Deutschland und in Österreich Yokozuna zu besiegen und sich vielleicht den Champion-Titel zum sechsten Mal zu holen. Mit ihm kommt eine ganze Horde der besten World Wrestling Federation Superstars. Hierher nicht verpassen! Kampf für heute. Es ist eine Wiederholung von letzter Woche, das kann ich Ihnen noch mal sagen. Und zwar Lex Luger gegen The Rocket Owen Hart. Viele Zuschauer haben angerufen, wollten Owen in diesem Kampf noch einmal sehen. Wahrscheinlich im Sog von Bretts Triumph beim King of the Ring Turnier. Und für diejenigen, die neu dazugekommen sind, Bret Hart ist ja der ältere Bruder von Owen Hart. Und den sehen wir gleich. Gut in Erinnerung, als sich der Narcissist Lex Luger vehement darüber beschwert, dass es der Ringrichter wagt, sein Auftreten, sein Posing zu stören. Und er sich doch selbst im Spiegel bewundert, nur mit der lächerlichen Ankündigung, dass er einen Ellbogenschutz zu tragen hätte. By the World Wrestling Federation officials, that if Mr. Luger does not wear a protective pad on his arm, he will not be allowed to wrestle, and the match will be awarded to his opponent. Ja, die Ansage, Sie haben sie zum Teil sicher verstanden. Sagt klar und deutlich, wenn der Narcissist Lex Luger diesen Armschoner nicht überstreift, dann wird ihm nicht erlaubt, in diesen Kampf einzuschreiten. Dann wird er automatisch disqualifiziert und der Sieg geht an seinen Gegner. Wir wissen es natürlich, es ist Owen the Rocket Hart. Ja, das ist schon erstaunlich, dass die Ringrichter jetzt doch wirklich mal durchgreifen. Es war aber auch Zeit. Doch wir genießen jetzt erst einmal die funky Musik von Owen Hart. Muss ich an dieser Stelle noch mal ganz klar betonen, Owen hatte sich ja vor kurzem, Sie haben es gesehen, eine Knieverletzung zugezogen, irgendwie einen Bänderriss oder sowas, ganz genau konnten wir es nicht mitbekommen. Davon hat er sich prima erholt. Er trägt unter der Hose zwar noch einen Stützverband, der dient allerdings eher als psychologische Stütze, als dass er medizinisch notwendig ist. Rekonvaleszenz der Wrestler ist ja sehr kurz, da sie sehr, sehr durchtrainiert sind. Aber sie gehen eben kein Risiko ein. Und wenn Owen nicht fit wäre, dann würde er nicht wresteln. Ja, vor allem würde er natürlich nicht gegen einen Mann wie Lex Luger antreten, der sehr, sehr kräftig ist, sehr durchtrainiert. Während du das sagst, fällt mir natürlich nochmal ein, der Hinweis, diese Aktion in Yannick
nachahmen zu wollen. Für unsere Zuschauer, dann auch Rocket weiß ganz genau, er darf nur dann antreten, wenn er vollkommen fit ist. Denn nur dann kann man solche Aktionen durchstehen und nur dann natürlich, wenn man sie trainiert hat, wenn man darauf getrimmt ist. Ganz genau, auch nur dann weiß man eben, wann man sich von einer Verletzung erholt hat. Und da ist natürlich auch der Arzt ständig dabei, keine Frage. Das wissen Sie aber selbst, wir haben es Ihnen ja schon häufig genug gesagt. Konzentrieren wir uns nun allerdings auf dieses Match. Owen Hart hat die Anfangsoffensive von Lex Luger doch ziemlich ausgekontert. Lex Luger sieht etwas blass aus, es liegt aber sicher nicht an seinem Armschoner, sondern natürlich an den Fähigkeiten, die Owen Hart auszeichnen. Hier ein wunderbarer Hip-Toss, jetzt der Armdrag und wieder der Hartsche Armhaltegriff. Dafür sind die beiden Jungs ja bekannt. Ja, das haben sie trainiert. Hat ihnen Vater Stu Hart natürlich beigebracht im hauseigenen Fitnesskeller. Da haben sie ja einen Ring oder zumindest Matten ausgelegt, können zu Hause ja jederzeit trainieren, haben auch Gewichte da. Also von klein auf schon haben die Jungs angefangen, Wrestling zu trainieren. Was daraus geworden ist, wir haben es gesehen. Flying Body Press hier von Owen Hart. Aber Lex Luger kann sich aus dem Cover befreien. Sofort kommt der Armdreck hinterher und wieder dieser Haltegriff. Ja, was daraus geworden ist, um das nochmal aufzugreifen, Günther, zwei Superstars der World Wrestling Federation, was kann man sich mehr wünschen? Stu Hart ist stolz auf seine beiden Söhne, zwei der vielen Söhne, aber das haben wir ja schon gesagt, 8 Söhne, 4 Töchter hat Stu, haben Stu und Helen in die Welt gesetzt. Und Owen Hart ist nach wie vor ganz eindeutig am Drücker. Lex Luger bisher noch völlig ohne Aktionen. Es ist, glaube ich, mal ganz gut, dass er gefordert wird. Gegen Tatanka beim King of the Ring Turnier war das ja auch so eine zwiespältige Sache. Da haben sie ja beide auf einige Regelverstöße eingelassen. Aber Owen Hart verlangt Lex Luger alles ab. Ja, beim King of the Ring hat er mir eigentlich gut gefallen. Lex Luger hat sich gut vorbereitet. Auch die Geste am Schluss, also unbedingt sportlich die Entscheidung suchen wollte, war sehr, sehr fair. Allerdings gibt es nun mal Regeln und die sagten einfach, ein Zeitlimit voraus für diesen Kampf. Deshalb die doppelte Disqualifikation. Aber Lex Luger will wohl ganz offensichtlich zeigen, dass er mehr kann als nur vor dem Spiegel stehen. Fängt sich hier allerdings das hohe Bein ein von Owen Hart. Der Bulldog hinterher, erneut das Cover. Aber da kommt Lex noch einmal raus. Er will ja mit Siegen über populäre, über gute Wrestler jetzt endlich mal ein bisschen weiter an die Spitze kommen. Ja, und um noch einmal auf die Ringrichter zu sprechen zu kommen, während Owen Hart hier einen wunderbaren Reverse Kick zeigt. Also in letzter Zeit scheinen sie doch die Order bekommen zu haben, energisch einzuschreiten, auf die Einhaltung der Regeln absolut zu dringen. Und das tun sie auch, wenn ich hier allerdings auch mit dem Ringrichter nicht übereinstimme. Meiner Meinung nach hat er da den letzten Schlag, den dritten, der die Niederlage für Lex Luger bedeuten würde, verzögert. Nicht, dass ich es Lex Luger gönne, dass er verliert. Ich finde, es sollte immer der Bessere gewinnen. Es ist zwar momentan Owen Hart, aber man sieht natürlich auch deutlich, dass Lex Luger bemüht ist, sein Bestes zu zeigen. Aber gegen diesen Standing Dropkick hat er keine Chance. Gut abgewehrt hier den Versuch des Atomic Drop von Lex Luger und dann der Dropkick. Tolle Aktion von Owen, aber das war nicht so schön. Da stößt er den Ringrichter zur Seite. Da kommt der Vorarm von Lex Luger, das Cover und der Sieg. Aber Sie haben es gesehen, er hat den Schoner abgemacht. Jetzt streift er ihn wieder über. Bin ich mal gespannt, wie die Entscheidung fällt. Na, er wird zum Sieger erklärt und wir kommen zur Vorschau. Nächste Woche erwartet Sie ein super 6-Mann-Tag-Team-Match. Tatanka und die Smoking Guns stehen auf der einen Seite. Und ihre Gegner im Ring, Bam Bam Bigelow und die Headshrinkers. Tatanka und Bam Bam in einem Ring. Dann haben wir natürlich Bilder von der Stars und Stripes Challenge für Sie. Ist doch klar, dass wir auch da dabei waren. Dann mit diesen Bildern verabschieden wir uns für heute. Nächste Woche haben wir am Montag und Mittwoch wieder ein volles Programm, natürlich exklusiv hier bei RTL 2. Tschüss, bis dann.